Caroline, du bist Gastro-Expertin, Vollwertköchin, isst Fleisch und liebst Gemüse. Fehlt noch was? Richtig. Das passt ziemlich kurz und knapp zusammen, ja. Sehr schön. Genau, ja, das fände ich noch ganz interessant, nämlich dass Gemüseexperten, die gerne Fleisch essen, können sich, glaube ich, ganz gut in die Breite der Masse reinversetzen, für die ja auch Angebote geschaffen werden sollen auf der Ebene. Absolut. Genau, dann sind wir doch gleich beim ersten Thema. Welche Rolle spielt das Gemüse heute in Restaurants und welche morgen aus deiner Sicht? Also Gemüse kriegt eine immer stärkere Bedeutung. Das ist ein Trend, der inzwischen, also der vor 10 Jahren tatsächlich in Deutschland begonnen hat. Der Michael Hoffmann von Magot hat es ja, hast ja mit großen Schritten vorausgesprungen. Und es hat aber eine ganze Zeit gebraucht, ist wirklich angenommen wurde und ich sag mal so in der Umsetzung einfacher geworden ist. Die Rahmenbedingungen spielen ja da auch eine große Rolle, also Zulieferer, Qualität der Produkte, Beschaffung und all diese Dinge. Und natürlich auch der Endkunde, der natürlich gebrieft ist, ne, und mit bestimmten Vorstellungen und Wünschen ins Restaurant kommt. Und ich glaube, in der klassischen Gastronomie spielt nach wie vor, spielt Fleisch eine Riesenrolle, Fisch spielt auch nach wie vor eine Riesenrolle und Gemüse klassischerweise immer noch als Beilage und auch wenig wirklich kreativ verarbeitet. Also da haben wir wirklich noch so ganz klassische Kochmuster. Aber es gibt eine junge Gastronomie, nicht nur auf Berlin begrenzt, auch deutschlandweit, die mit tollen neuen Konzepten sich an Gemüse ranwagen und das Ganze umdrehen. Es gibt tolle vegane und rein vegetarische Konzepte. Es gibt Konzepte, die das Gemüse in den Mittelpunkt stellen und Fleisch und Fisch an die Seite. Also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich glaube, das wird immer mehr zunehmen. Also der Trend geht eher in Richtung weg vom Fleisch, hin zum Gemüse. Das zeigt, die ganze Klimapolitik spielt da mit rein. Unverträglichkeiten Ja, spielen gibt es mit da keine rein. Beschwerden von Gästen, wenn das Fleisch auf dem Teller fehlt? Ich glaube, das kommt aufs Konzept drauf an. In innovativen Konzepten, also wenn ich als ein aufgeschlossener, ich sag mal, moderner Mensch in ein Konzept gehe, wo schon draußen draufsteht, dass es keine klassische Gastronomie ist, wie wir sie seit 40 Jahren kennen, dann muss ich diese Aufgeschlossenheit mitbringen und ich glaube, ich bringe sie auch mit. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein klassisches Landhaus-Lokal irgendwo im ländlichen Bereich plötzlich sagt so, ne, junger neuer Koch hier, ich habe da in der Großstadt was ausprobiert, Gemüse, wir machen jetzt nur noch Gemüse und das Fleisch kommt weg, dass die Gäste das nicht so lustig finden. Also man muss die Gäste auf die Reise mitnehmen. So entweder ich eröffne ein Konzept und sage, das ist die Idee, ne, wir haben Gemüse als Star auf dem Teller. Oder aber man muss es schleichend machen und die Gäste auf diese Reise mitnehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich hatte kürzlich hat mir jemand erzählt, der selbst Fleischesser ist, dass er im Restaurant war und sich ein Fleischgericht bestellt hatte und derjenige neben ihm ein vegetarisches Gericht und dass das kam und so schön aussah. Also, dass es optisch einfach so ansprechend war, dass er für sich sagte, hey, das will ich eigentlich auch haben. Und das finde ich ganz spannend, ne, wenn wir da hinkommen. Auf jeden Fall. Also das ist ein bisschen wie mit diesen ganzen Dogmen, ne? Also Bio, vegan, vegetarisch, glutenfrei. Ich finde es immer ganz gut, wenn man es gar nicht so mitbekommt. Also wenn das so nebenbei passiert, ja. Ich habe ja ein Catering, Vollwert-Catering, und wir servieren nur vegetarisch und vegan. Und ganz oft schicke ich Angebote raus und dann kommt so irgendwann die Rückmeldung so und ach ja, wir bräuchten noch ein paar vegetarische und vegane Optionen. Wo ich dann immer sage so, ja, aber das ist komplett vegan, vegetarisch. Ah, okay, na dann ist ja schön. Also wenn es Super, sozusagen eher super. so funktioniert, ne, dass du einfach ein Angebot hast, was super ansprechend ist, was toll schmeckt und was überhaupt nicht diesen Raum lässt und das Fleisch nicht vermissen lässt, das ist natürlich was als Anspruch ganz, ganz oben stehen muss. Ja, schöner Vergleich. Dann erzähl doch gleich mal, wie das in deiner täglichen Beratungsarbeit, also machst du ja nicht nur das Catering, sondern berätst eben auch Gastronomen. Ist Gemüse da Thema überhaupt und gibt es da aus deiner Sicht Unsicherheiten bei den Gastronomen? Also Gemüse ist ein Riesenthema. Ich würde sagen, das größte Thema ist tatsächlich die Beschaffung. Also wie komme ich an gute Produkte ran?
Es gibt inzwischen ja ein paar Kanäle, über die das möglich ist, aber es ist nicht ganz so einfach und es ist natürlich auch eine Preisfrage. Muss es denn immer regional sein oder kann man nicht auch einsteigen in eine also müssen diese Konzepte immer komplett durchgekoppelt werden oder gibt es auch eine Berechtigung im eher Mainstream der Küchen, die sagen, klar, wir machen jetzt Gemüseküche und da ist die Herkunft aus Deutschland vielleicht schon interessant, aber es gibt ja auch spannende Gemüse aus Italien. Absolut. Also es gibt ja diesen, also die Regionen zu definieren, ist ja sowieso ein spannendes Thema. Und es gibt ja auch einen Ansatz, Regionen so zu definieren, dass man sagt, die Region oder regional ist das, was die kürzeste Entfernung zum Produkt ist. Also in dem Sinne könnte man eine sizilianische Avocado als regionale Avocado verkaufen. Ich finde auf jeden Fall, haben Gemüse auch von weiter weg, also wenn du jetzt sagst, italienische Produkte oder auch spanische Produkte oder Griechenland, ich meine, die ganzen Olivenöle kommen aus diesen Regionen und so, die haben eine absolute Berechtigung in unserer Küche. Weil ich finde fast, dass das wie zwei Philosophien sind. Also das eine ist natürlich die das im Moment treiben als Vorreiter. Die haben ja oft stark diesen sehr regionalen Ansatz. Aber ich erlebe mittlerweile auch eine Gruppe von Köchen, die sagen, ja, ich will auch mehr Gemüse. Aber für mich ist halt die Tomate aus Italien immer noch die geschmackvollste. Ne? Und das ist das, was bei mir zählt in der Küche. Also, gehe ich absolut mit. Aber auch das ist eine Einstellungsfrage und das ist eine konzeptionelle Frage. Da spielen Liefermengen und Abnahmemengen eine Riesenrolle. Das muss man wirklich ganz individuell angucken. Und da vielleicht anschließend direkt dran eine Frage, die ich als anspruchsvoll empfinde. Funktioniert denn Storytelling bei Gemüse eigentlich? Also wir kennen nur Storytelling bei Fleisch. Das funktioniert irgendwie, weil Fleisch so eine emotionale Ebene hat. Aber kann das auch bei Gemüse funktionieren? Absolut. Absolut. Also muss sogar. Ne? Bei Fleisch hat sich das Thema Storytelling ja auch entwickelt über die letzten Jahre, dass man gesagt hat, okay, also wenn wir jetzt hier schon ein gutes Fleisch haben und da eine Geschichte dahinter steht, dann müssen wir die auf jeden Fall erzählen und bei Gemüse ist es genau das Gleiche. Und dann macht es auch wieder noch mehr Spaß zu gucken, woher bekomme ich denn einen richtig, richtig guten Rettich, ja, wenn ich den natürlich irgendwie von einem kleinen Produzenten aus dem Umland bekomme und der sich darauf spezialisiert hat, mal 5 verschiedene Rettichsorten auszuprobieren und zu gucken, wie man die in der Gastronomie an den Mann bringen kann und wie man die verarbeiten kann, dann ist das doch eine super Geschichte. Also Diversität spielt da eine Riesenrolle. Also ich glaube, nur zu sagen, wir arbeiten jetzt mehr mit Gemüse, ist das eine, aber zu sagen, wir arbeiten mit spannenden Gemüse, wir arbeiten mit hocharomatischen Gemüse, wir arbeiten mit alten Gemüsesorten und da hinten dran ja noch eine Entwicklung mitzutragen. Ne? Also das ist ja auch ganz toll für die Leute, die es produzieren. Und da entstehen ja gerade ganz neue Strukturen und ganz neue Netzwerke. Das macht das ganze Thema insgesamt viel, viel spannender. Und ja, diese Geschichten müssen erzählt werden. Und ich möchte sie auch hören. Also wenn ich im Restaurant sitze, dann möchte ich sie auch hören. So. Eine Möhre ist eben nicht nur eine Möhre, sondern das ist ganz, ganz, ganz viel mehr. Ne? Und man kann aus diesen einfachen Dingen unglaublich viel verschiedene Sachen zubereiten, kochen, zaubern. Man kann die super haltbar machen und auch in ferner Zukunft verwenden und keine Ahnung was. Also da ist und ganz Thema Wareneinsatz. Viel möglich. Genau, Thema Wareneinsatz auch super. Also bei einer Karotte habe ich einen fantastischen Wareneinsatz. Das ist ein Ansatz, den wir bei uns im Catering auch sehr ausgebaut haben, dass wir gesagt haben, Kosten-Nutzen ist bei saisonalen Gemüsen einfach unfassbar gut. Ne? Die Qualität ist sehr, sehr gut. Sie schmecken gut, weil sie einfach nicht lange gelagert worden sind und frisch geerntet worden sind. Und der Preis ist einfach in der Saison auch immer der beste. Und da macht es absolut Sinn, auf diese Gemüse zurückzugreifen und da eben zu gucken, okay, was kann ich damit machen und was kann ich daraus zaubern. Und wie siehst du es denn auf der Speisekarte, wenn wir nochmal zum oder was, egal ob Catering, Großküche oder Restaurant, kann man trotzdem normale Tellerpreise nehmen oder müssen die dann auch günstiger angeboten werden oder akzeptiert der Tischgast das aus deiner Sicht, wenn es gleichwertig so halbwegs zu Fleischgerichten angeboten wird? Ich glaube nicht, dass man Gemüse günstiger anbieten muss. Also die Mühe, die ich damit habe, der Aufwand,
die Verarbeitung. Und wenn man jetzt mal in die modernen Küchen guckt, was da mit Gemüse veranstaltet wird, ist die teilweise über Tage vorbereitet und gegart und gesmoked und fermentiert und keine Ahnung was werden, dann ist das ganz viel, also es bündelt einfach wahnsinnig viel Ressourcen. Ja. Genau, ich glaube, der Tischgast, der urteilt ja auch gar nicht in seiner Preisbereitschaft nach dem, was da jetzt drin ist, weil er hat ja gar nicht so eine Vorstellungskraft. Am Ende geht es ja wie immer um Preis-Leistung, ne? Also wenn das Gericht einen überzeugt, dann glaube ich, ist das auch kein Problem, da vernünftige Preise für aufzurufen. Das glaube ich auch. Also letztendlich entscheiden wirklich Geschmack und Qualität des Gerichts an sich. Ne? Und wenn das stimmt, dann muss man sich da in keine Preisdiskussionen gegenüber dem Fleisch verwickeln lassen. Ja. Zum Abschluss noch irgendeinen spannenden Tipp für ein Restaurant in Berlin oder sonst wo. Hast du was spontan auf der Reihe, wo du sagst, die machen das ganz interessant schon mit dem Gemüse und sind trotzdem jetzt nicht nur Fine Dining? Also ein Konzept, was mich wirklich überrascht hat, war das Berlo Brewhaus, die vor 4 Jahren gesagt haben, wir stellen Gemüse in den Mittelpunkt und Fleisch gibt es nur als Beilage. Das war ziemlich mutig, vor allen Dingen für ein Brauhaus. Ne? Mhm. Ich meine, das ist ja kein klassisches Brauhaus, wie wir es kennen. Das ist schon ein sehr modernes und urbanes Konzept. So ein Brauhaus, das hat ja, ne, per irgendwie Definition schon eher was Bodenständiges. Wie siehst du da die Zukunft? Werden wir in 5 bis 10 Jahren, wenn wir irgendwie über Land fahren, in einem klassischen Landgasthaus, wird es da auch ganz selbstverständlich gute Gemüsegerichte aus deiner Sicht geben? Ich denke ja. Also zum einen haben wir einen Generationenwechsel bevorstehen, wirklich deutschlandweit. Und ich kenne tatsächlich ein paar junge Köche, die einfach die Stadt hinter sich lassen und sagen, sie gehen zurück in die Heimat und übernehmen dort das Gasthaus und kommen mit diesen ganzen frischen Ideen und diesem ganzen Esprit der Stadt und auch des Gemüses, ne, der, sag mal, der neuen Berliner Gemüseküche da zurück. Und das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden. Ich sehe das hier bei uns um die Ecke, ist ein relativ traditionelles Gasthaus. Die ganz klassische Küche vom Schweinebraten über Wiener Schnitzel und so weiter servieren. Und die haben aber in den letzten Jahren immer mehr vegetarische Gerichte auf die Karte genommen und auch tolle vegetarische Vorspeisen und so. Also das ist ein Thema, das ist vor allen Dingen auch für die Konsumenten ein Thema, ne? Mhm. Und die Nachfrage ist groß, der Markt wächst immer mehr. Ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall ein Thema werden, was sich auch in den entlegenen Landgasthöfen durchsetzen wird. Sehr schön. Schönes Schlusswort. Liebe Caroline, vielen, vielen Dank für das Interview und auf bald mal wieder irgendwo an einem Restauranttisch zusammen. Super gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.